Und herzlich willkommen zu Anno 1800. Ja, ich habe mich mega gefreut, oder ich konnte gar nicht drauf warten, seit der Closed Beta, endlich mal das Spiel zu spielen. Wir spielen ein freies Spiel natürlich. Dann weniger Hilfe brauchen wir. Wir haben ja schon die Closed Beta spielen dürfen. So, wer sind wir? Für Unternehmen. Königin. Okay, da kann man noch einiges freischalten. Wir sind natürlich diese Dame und natürlich im Blau. Eisenbahn, Pferd, das Auge. Was machen wir denn? Sparta. Das gefällt mir. So. Das da oder das Pferd? Oder die Lilie? Ich glaube, nee, oder? Ja, machen wir so. Fortsetzen. Wie? Was? Nein, natürlich. Stoppen. Ach komm, jetzt. N. So, fortsetzen. So, normal fortgeschrittene Experte Benutzer definiert. Wir wollen das. Warte, machen wir mal. Warte, normal fortgeschrittene Experte. Naja, egal. Zufallswert, hä? Egal, also Standardgröße, Mittel, Klein. Machen wir. Startfeldgröße, also Insel mehrheitlich groß, Inselschwierigkeit normal, potenzielle Schwierigkeiten von Inseln, Fruchtbarkeit reichlich, Erstvorkommen Art der Insel, Heimatregion Atoll, zufällig Archipel Atoll, Inselbogen Ecken Schneeflocken. Ich habe keine Ahnung, was da die Unterschiede sind, aber ja, schauen wir mal. Charaktere, das sind die einfachen. Wir nehmen mal, I know what it's like to have to choose. Whatever you decide, stick by it. Okay. Dann brauchen wir natürlich auch Lady. Oh, in dieser Stufe 3. Die sind, ja okay, 2. Die da ist 1. Ja, dann machen wir mal 1, 2, 2, oder? Komm. Fraktionen, Händler. Jo. Ihre Einstellung anpassen. Einkommen hoch. Mittel gering. Ja, am Anfang hoch. Ja, machen wir mal Mittel. Unterhalt bei Stillstand? Nö. Baukostenerstattung voll. Ja, machen wir. Keine Gebühr. Wow. Wenn man. Ja, okay. Ich mach mal halbe. Weil ein paar Bretter kann man da ja wieder verwenden. Versetzung eines Gebäudes. Von Gebäuden. Münzen bezahlen aus. Die kann man dann verschieben, oder? Ne, die mache ich. Nee, das. Ja, nee, das. Ja, doch. Handelsfrequenz häufig. Zwischen leicht, mittel, schwer. Mittel. Ausgaben häufig. Ja, Start, Flaggschiff, Kontoverfall, groß. Aufgedeckte Karte. Ja, ich sag mal, man kann alles sehen. Siegbedingungen. Ja, nee. Wir spielen einfach ein Endlosspiel. Setup 1. Spiel starten. Uiuiuiui.
So, ich bin mal sehr gespannt. Also bei der Closed Beta, wer das bei mir geschaut hat, Entschuldigung, der, da konnte man nur bis zum zur dritten Bürgerstufe ausbauen und quasi noch nichts von dem zum Beispiel Eisenbahn und so weiter. Hey, nee. Flagship awaiting instructions. Ich will mir. Nee, 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 nee. Ich will. Nein. Ich will mir meine. Oh. Ich will mir meine Insel selbst Flagship at your service. So, dann schauen wir mal. Also hier haben wir Kartoffeln. Hier Kartoffeln. Hopfen, das ist ganz gut. Trauben. Also an sich ist wichtig. Okay, das. New orders? Ich glaube, ich gehe mal erstmal dahin. Ah, die ist besser. So, es ist auf jeden Fall am Anfang wichtig, natürlich eine große Karte zu haben. Und mit viel Lehm. Also hier haben wir gerade nur ein Lehm, oder? Sehe ich das richtig? Das ist zu wenig. Ein Lehm ist zu wenig. Wie viel Leben hat der? Eins, der hat auch Öl. Attention for the Admiral. Der hat mehr Leben. Okay, dann gehe ich hier hin. Super. Vor allem, praktisch ist auch, wenn wir hier unser Kontor machen, dann Flagship ready können for wir orders. gleich. Hier. Konto bauen. Super. Flagship at your service. Gut. Vorteil bei den Karten ist auch, dass man jetzt, oder bei Anno 1800 ist, dass man nicht wirklich wie bei den anderen Karten oder anderen Annos, dass man zuerst Marktplatz überall die Karte freischalten muss, sondern man kann hier wirklich chillig aufbauen. So, ich glaube, hier werde ich die Stadt bauen. So. Natürlich muss alles verbunden werden. Ah, das war nicht schön, aber das geht für einen Anfang. So, dann genau, Holz. Hier ist auch wichtig, dass genau ein Holz pro 15 Sekunden und hier ein Brett pro 15 Sekunden. Das heißt, es ist wirklich 1 zu 1. Also man kann wirklich hier Holzhütten bauen und dann auch gleich vier Sägewerke. So. Die haben natürlich jetzt alle keine Arbeiter, ist ja klar. Aber die werden auch noch kommen. So. Und zwar Bauernhaus. Ich mache es eigentlich immer gerne ja, Sechser rein. Oder sechs auf einen Schlag. You reached a new milestone. So.
Das mit der Blaupause ist auch super. Warte. Man kann zum Beispiel jetzt, warte, wie ging das nochmal? Genau, Blaupause. Dann kann man hier schon mal planen, wie man das alles dann haben will. So. Hier lasse ich mal ein bisschen frei. Genau so. Für andere Gebäude, wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel jetzt Feuerwehr, Krankenwagen und so ein Schmarrn. Oh. Und Kirche. Kirchen sind riesig. So, super. Could be worse. Das ist wahr. Gut, kein Lager in Reichweite, stimmt. Lagerhaus. Die kommen dann hier. Ah, nee, ups. Lager wieder aus und jetzt muss ich... Achso, Upsi. Vier von fünf, okay. We're taking every care. Okay, das ist gerade nicht gut. Das habe ich gerade, da habe ich gerade richtig gefailt. Warte, okay, bitte. warte, ich brauche 10 Holz, ne? Ein bisschen teuer. Flagship ready for orders. So, okay, der eine hat sich hier angesiedelt. Der hat viel Öl. Aber der hat. Ja, okay, hier hinten hat er viel Platz, ja, okay. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Das sind einfache. Und das ist der. Alter, der macht schon Kartoffeln? Was ist bei dem verkehrt? Hat er mehr Geld als wir wahrscheinlich. Ja, okay. Warte, dann, wir haben ja 70.000. Dann würde ich sagen, kaufen wir ein bisschen Holz ein. So. Damit es hier nicht ewig dauert. So, wir brauchen noch. Genau. Warte, dann machen wir Blaupause wieder. Auf jeden Fall. Zweimal Fischer. So, ich will da. Super. Dann machen wir. Löwenstatue oder großer Brunnen. Okay. Oh, das nervt mich gerade. Flagship awaiting instructions. Nee, du hast auch nichts mehr. Genau, das ist nämlich auch noch eine neue Ding, die Produktivität ändern. Man kann zum Beispiel
die härter schuften lassen, dann haben sie weniger Zufriedenheit, aber arbeiten halt dann schneller. Also wenn man was sehr schnell braucht, ist das super. Mach mal schneller. Damit. Ah, Entschuldigung. Das war jetzt nicht so geplant. Definitiv nicht. Genau. Da ist auch noch interessant. Okay, Grundbedürfnis und. Game save. Genau, und eine. Also, es gibt eben Grundbedürfnisse und es gibt Luxusbedürfnisse. Und die müssen nicht zwingend. Oh. Metal Claws change things, I'll grant you. But for better or for worse. Ja, super. Die müssen nicht also zum Beispiel Schnaps oder so. Das ist nicht zwingend nötig, um die nächste Stufe zu erreichen. One-piece underwear suits, too prickly. I find singleton shorts and vests to be tried and true. Wenn man I can't promise it won't be dangerous. Abholaufgabe. Wenn man ihnen einen kleinen Finger reicht, nehmen sie die ganze Hand. Ich habe einmal in alten eine Nee, einmal einer alten Kollegin auf einer französischen Seite. Hä? Und ich bekomme 2000 dafür. Okay. Let me know when you've done the deed. Da, okay. New orders? So, 16. Super. Jetzt kannst du wieder zurück und du kannst auch wieder zurück. Ha, uiuiui. Wie viel kosten die? Die kosten 2, das ist gut. So. Meine Güte. Warte, P war das, oder? Nee. P war Pause natürlich. Warte, irgendwelche Kürzel gab's da doch, warte. T. Ah, okay, das ist Kontor. Das ist Abriss. Das ist Kopieren. Ah, okay, ist Update, natürlich. Natürlich. Super. So. Jetzt ist die Frage. There aren't enough of us. Ja, ja, das kommt auch gleich. Das kommt gleich. Gut, also ich insgesamt glaube ich, können wir so groß werden. Yay! Ohne wirklich Probleme mit Eisenvorkommen. Probleme mit Umweltverschmutzung zu haben. Also hier vorne kommt dann die ganze Industrie hin. Und hier dann die komplette Stadt. Würde ich sagen, bis hier unten hin. Eisenvorkommen, Steinkohle. Also Eisen und Steinkohle ist so eine Sache. Weil das halt wirklich, ja. Da leidet halt die. Ja.
da leitet er wirklich die öffentliche Ordnung. Nee, die da leitet halt die Umwelt. Jetzt hat. Unzufrieden, was ist los? Ja, ja, das alles gut. Das mache ich ja jetzt. Nur kein Stress. So, die mache ich hier innen. Warte, das ist, genau, die sind 3x3. Warte, die brauchen 30 Sekunden. Die auch. Also ist auch wieder 1:1. Okay. So, und jetzt noch ein Lagerhaus. Gleich daneben. Und, auch gleich daneben. Und auch gleich daneben. Ja. Puh. Ah, super. Ah, gut, dass ich das eingestellt habe, dass man das noch machen kann. Super. So, und jetzt nochmal U für Update. So. Später muss man auch darauf achten, dass genau die Industrie auch also Feuer fangen kann. Das war richtig heftig. So, da mache ich natürlich ein Wirtshaus. Wie kann ich nochmal drehen? Warte mal. Punkt. Ja. Punkt und Komma. Wie wollen wir es haben? Ja, so zur Straße. So. Genau gegenüber des Marktplatzes und der Feuerwehr. Ah, genau, und anders als bei den anderen Anos ist jetzt nicht mehr der Einzugsbereich, also in Kreisform, im Radius, sondern in Straßen, also die schauen halt, wie weit sie halt mit der Straße gehen können und nicht mehr so Radius. Radial. So. Bin ich jetzt eigentlich schon da? Ja. Hi, hi. Gut. Und jetzt, wohin? Warte, wo muss ich jetzt das hinbringen? Weltkarte, Diplomatie. Ah, hier. Ah. Natürlich noch da. Gut. Dankeschön. So, wir haben immer noch unzufriedene Bauern. I got something perplexing, need setting straight. Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Mein Kind ist hier ganz check nach der Feuerwehr und will unbedingt Feuerwehrmann werden, wenn er groß ist. Es würde ihm viel bedeuten, wenn Sie ein Foto von ihm, von der Feuerwache machen würden. Ja, klar. I need help with my lowly troubles. Foto machen. You can't keep it a secret from me. Nee, Foto wiederholen. Weil in der Turm war abgeschnitten. Das kann ich besser. So. Das ist gut. Gut. Du wirst jetzt auch gemacht.
Dann sind sie zufriedener. Du kommst nach Hause. Holz brauchen wir jetzt nicht mehr. Warte. I wish I'd a goose for your kindness. Okay. The consummate professional. So. Jetzt können wir. Ah, jetzt geht's denen schon ein bisschen besser. Jetzt können wir die sogar schon updaten. Aber das machen wir noch nicht, weil. Wir bauen jetzt erstmal noch Kartoffeln an. Kartoffeln brauchen 30. Die brauchen auch 30. Also auch wieder 1 zu 1. Game save. So. Der Vorteil bei den Kartoffeln ist, dass die wirklich die ganzen. Also die Felder können halt alle Lücken füllen, sag ich mal so. So, aber Kartoffeln, die werden später richtig zerfressen. Also. Sehr schön. Was ist bei dir? Ach, du hast noch. Du hast noch was frei. Noch was. Noch was. Alter. Noch was. What? Okay, noch eins. Super. Dafür brauche ich Arbeiter. Hier. So. Bauernhaus, Lagerhaus wird auch nochmal hier gebaut. Falsche Taste. So, ne? Ja. So, sehr schön, sehr schön. Update. So. Jetzt brauchen wir neue Bauernhäuser. Weil wir jetzt auch Arbeiter machen können. Und die Arbeiter sind nicht die Bauern. Das heißt, anders als die anderen Spiele müssen wir jetzt immer schauen, welche Bauern oder welche Leute Bauern bleiben, weil wir brauchen ja immer Arbeiter auf den Feldern. Und die Arbeiter sind nicht gleich also die Arbeiter auf den Feldern ja, die brauchen auf jeden Fall ihre Farmer quasi, also das sind ja alles Bauern, also Farmer. Und die Arbeiter und dann später die zum Beispiel Ingenieure, die können ja nicht auf Feldern arbeiten. Deswegen muss man das immer im Blick halten, behalten. So, Update, bitte. You reached a new milestone. Okay. Der Industrialisierung. Warte, warum? Fische? Die arbeiten nicht schnell genug, Leute. Dann kommt eben noch ein Fisch drin. Ein Schiff, Fischer hin. So. Aber wieso habe ich jetzt. Hä? Haben die sich jetzt selbst. Nee, das können die doch nicht.
dachte, das kann die nicht. Okay. Naja, dann. Honest work. That's all we ask. So, genau. So it's wrong to think rushing ahead, Douglas. Your crime is decadence. Oh. So, jetzt haben wir Arbeiter. Warte, Arbeiter, genau hier. Genau, Lehmbude brauchen wir jetzt. Und warte. 30 Sekunden ein Lehm und Ziegelstein eine Minute. Das heißt 2 zu 1. Das heißt hier. Das heißt dort. Und das heißt wieder Lagerhaus. Nee. Entschuldigung. Falsch. Das heißt Lagerhaus kommt hier. So. Minus 20. Aber, habe ich aus Versehen von Desta den aufgebaut? Sweet as a spring meadow. Sweet. So. Okay. Schnaps. Also später brauchen wir auf jeden Fall mehr Kartoffeln und mehr Schnaps, weil das wird halt weggesauft wie sonst was. Weggesoffen meine ich schon. Mal. So. Super. Und wir sind wieder bei einer halben Stunde angekommen. Deswegen ja, nächstes Mal werden wir sehen, wie es weitergeht. Und ja, das ist die Geburtsstunde unseres kleinen Dorfes. Und ich ja, hoffe, wir werden auf jeden Fall sehr bald noch größer werden. Ah, Profil Level 3. Das ist doch schön. So, nochmal U. So, wir brauchen hier nämlich mehr Arbeiter für die Lehmgrube. Ja, das kommt ja alles noch. Genau, hier können wir dann später updaten, aber das kostet halt. Also das kostet 20 Steine je. Naja, okay, auf jeden Fall bedanke ich mich und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, ich denke, wir werden Anno alle 2 Tage hochladen. Dann geht es ein bisschen schneller. Und genau. Dann bis dahin. Bye.